Wir sind heute auf der Suche nach dem Glück. Glücklich sein, auch in schwierigen Zeiten, ja, wie geht das? Außerdem phänomenale Natur und phänomenale Musik. Wie der DJ Dominik Eulberg in beidem sein Glück findet. Ich begrüße Sie herzlich heute aus dem Frankfurter Palmengarten, der nach knapp 2 Monaten Corona-Pause nun endlich wieder aufmachen durfte. Ein Ort, an dem das Glück oft ganz nah scheint, weil, ja, was genau macht uns eigentlich glücklich? Und können wir Glück vielleicht auch lernen? Ja, Glück kann man lernen. Und dafür gibt es bestimmte Strategien. Für Janjo liegt das Glück in Offenbach. Sein Garten ist das Paradies und das. Hier gibt er Workshops zum Glücklichsein. Ja, Glück ist jetzt. Das ist so einfach. Das ist einfach auf den Punkt gebracht, ja. Jetzt sein, hier lachen. Klar denke ich auch an die Zukunft, an die Vergangenheit, aber das gibt's ja gar nicht. Es gibt immer nur das Jetzt. Denn wer viel zu viel grübelt, läuft Gefahr, eher unglücklich zu werden. Die Frage nach dem Glück, sie beschäftigt uns schon seit Jahrtausenden und auch die Philosophie. Der antike Philosoph Aristoteles sah das so. Glück ist das letzte Ziel menschlicher Handlung, das nicht als Mittel zu etwas anderem, sondern als Zweck an sich angestrebt wird. Hendrik Wahler ist Philosoph und beschäftigt sich schon lange mit der Frage nach dem guten Leben. Für Aristoteles war Glück nicht einfach nur Genussmomente. Nicht einfach nur gute Zeit haben, was Leckeres essen, vielleicht dann auch den Rausch des Weines oder was auch immer. Sondern Aristoteles hat sich gefragt, was will man eigentlich mit dem eigenen Leben machen? Und seine Antwort war, die eigenen Talente, die man mitbringt, das eigene Potenzial zu verwirklichen. Würde sagen, ein Dichter muss dichten, eine Geigerin muss Geige spielen. Und das stellt er sich unter dem guten Leben vor. Glücklich sein, das bedeutet natürlich für jeden etwas anderes. Gleich ist allerdings das, was dabei in unserem Gehirn passiert. Das Glück wohnt nämlich neben dem Großhirn, so heißt es im Buch von Peter Falkey. Also es gibt ja eine ganze Kaskade von Hormonen, die dann angeschaltet werden. Ich gebe immer das Beispiel mit dem Dopamin. Ja? Wenn man mich lobt oder man sagt, ach Mensch, gute Leistung, hast du gut gemacht, dann wird in diesem Augenblick Dopamin freigesetzt. Und ich kriege einen Verstärker und der setzt quasi auf meine Brille, wird dann rosarot und ich sehe alles recht positiv. Und auch die Gene spielen eine Rolle. 50% unseres Glücks sind genetisch vorbestimmt. Damit haben manche Menschen einen Glücksvorsprung. Die anderen 50% können wir allerdings selbst gestalten. Wir sind keine sozusagen biologischen Maschinen, ja? Sondern man muss ganz klar sagen, dass man natürlich auch durch das Thema Einstellung, Mindset eine Menge verändern kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man sich klar macht, glücklich sein hat sehr viel damit zu tun, wie sind die Erwartungen an mich und meine Umgebung. Und natürlich kann ich das modulieren. Aber wie geht das? Was ist die ultimative Glücksstrategie? Eine ganze Industrie hat sich der Lösungsfindung verschrieben. Ratgeber, Glücksbringer und Co. versprechen, kauf mich und du wirst ein glücklicher Mensch sein. Ich befürchte, man kann Glück nicht kaufen. Was wir kaufen können, sind Illusionen. Die Glücksindustrie will uns einige Illusionen verkaufen. Du musst nur dieses Buch kaufen und diese 10 Schritte befolgen und dann wirst du glücklich. Wenn das Problem so einfach zu lösen wäre, wären wir dann wirklich seit 2500 Jahren mit unserer kompletten Kultur dabei, Lösungsstrategien zu suchen? Das glaube ich nicht. In unserer westlichen Konsumgesellschaft scheinen alle Bedingungen zum Glücklichsein gegeben. Lange bestand das Leben noch aus harter Plackerei, Hunger, Krankheiten, kurzer Lebenserwartung. Heute erleichtern etliche Innovationen den Alltag. Und die meisten von uns können sich ganz aufs Glücklichsein konzentrieren. Genau das wird zum Problem. In unserer Kultur scheint so eine Art versteckter Imperativ vorzulegen, du sollst glücklich sein, du sollst was aus deinem Leben machen. Und in unserer Gesellschaft haben wir alles dazu. Also wir können uns nicht mehr rausreden und das macht einen unglaublich großen Druck. Und dieser Druck besteht darin, dass eigentlich in unserer Gesellschaft unglücklich zu sein, scheint ein Beweis dafür zu sein, dass ich am eigenen Leben gescheitert bin. Die Forderung nach dem permanenten inneren Sonnenschein. Sie überfordert und kann zur Gefahr werden. Denn es gibt eine scheinbar simple Lösung, die Happiness to go.
das Gehirn mit Drogen auf glücklich manipulieren. Das tun wir im Prinzip schon mit einem einfachen Feierabendgetränk. Das ist ja dann auch in Ordnung, wenn objektiv keine großen Probleme bestehen und ich in Anführungszeichen halt nur einen schlimmen Tag habe und ich gönne mir einen Ding, es ist in Ordnung. Wenn aber objektiv meine Umwelt einfach, ich sage jetzt mal einfach, in einem nicht guten Zustand ist, ja, beruflich, privat, und ich trinke, dann begebe ich mich in eine Welt, die mir sagt, das ist alles gar nicht so schlimm und das wird schon irgendwie funktionieren, und ich verhindere, dass ich etwas verändere. Denn Veränderung kann glücklich machen. Aber Glück auf Dauer ist harte Arbeit. Eine weitere Strategie ist daher, das bestehende Glück wieder sichtbar zu machen, dankbar zu sein. Und dafür müssen wir die Perspektive wechseln. Bei Dankbarkeit geht es darum, dass ich all das wieder sichtbar mache, was normalerweise im Alltag so selbstverständlich geworden ist, dass wir es nicht mehr sehen. Das kann politische Freiheit sein, dass wir keine Angst haben müssen, dass von oben Bomben fallen. Also nicht zuerst die Dinge zu sehen, die alle noch nicht gut sind, die alle noch fehlen, sondern zuerst die Sachen zu sehen, die die ganze Zeit schon da sind. Und das hilft auch in schwierigen Zeiten wie gerade. Die Corona-Krise dämpft das Glück der meisten von uns. Aber es gibt Strategien, auch diese Krise zu meistern. Dankbarkeit für das, was läuft, eigene Talente und Interessen verfolgen und ab und zu etwas verändern. Viel Glück! Zwei ganz wesentliche Glücksmacher sind für viele Menschen Natur und Musik. Wenn beides zusammenkommt, das Paradies auf Erden. Wie allerdings passen Palmen, Blumen, Wälder mit ausgerechnet elektronischer Musik zusammen? Phänomenal, wie der hessische DJ Dominik Eulberg meint. Wenn nicht gerade Corona alles lahmlegt, dann ist er viel unterwegs und füllt weltweit die Clubs. Und zwischendurch erdet er sich in seiner Heimat Westerwald, holt sich die Inspirationen für seine Musik in der Natur. Sein Weg zum Glück. Naturschutz. Dieser Ausdruck ist größenwahnsinnig, findet Dominik Eulberg. Denn die Natur werde es schon schaffen, irgendwie. Es ist der Mensch, der sich selbst bedroht. Und deshalb müsse es eigentlich auch Menschenschutz heißen. Der Mensch braucht die Natur. Die Natur braucht den Mensch aber nicht. Wenn wir so weitermachen, verzocken wir unsere habitable Zone hier auf der Erde. Wir spielen russisch Roulette mit unserem Klima zum Beispiel und auch mit dem Artensterben, was ja auch ein Riesenproblem ist, weil eine intakte Biodiversität ist eine Art Überlebensversicherung für uns. Das verstehen viele Menschen nicht. Und deswegen ist es so wichtig, die Natur oder die Schönheit der Natur, die Ästhetik der Natur zu transferieren, damit der Großteil der Menschen, die stumpfen Normopathen, sage ich mal, das auch verstehen. Hier im Westerwald nennen sie ihn nur den DJ, den DJ. Dabei ist er ein Mann mit Mission. Dominik Eulberg hat Biologie studiert, gibt Führungen durch die Natur. Berühmt geworden ist er aber mit Musik. Bei ihm gibt es Biologie mit Beats. Andere schreiben Liebeslieder. Wow, look at this. Er macht Songs über die Eintagsfliege, den Siebenschläfer oder das Elfenbeinflechtenbärchen. Mit seiner Musik versucht er, das Kreuchen und Fleuchen, das Leben um uns herum wahrnehmbar zu machen. Sein Album Mannigfaltig brachte er so in die Charts und seinen Hörern die heimische Tierwelt näher. Menschen wieder auf die Wunder vor der eigenen Haustür hinzuweisen, weil das immer der Anfang einer kausalen Kette ist. Der Mensch sieht hier nur das, was er kennt, wofür er sensibilisiert wurde, und er
schätzt nur das, was er wahrnimmt, was er hört oder sieht. Und schlussendlich schützt er nur das, was er schätzt. Und somit ist das für mich gerade auch der sinnigste Beitrag für den Naturschutz. Und diese Sinnhaftigkeit ist etwas, in der ich aufgehen kann und mich glücklich macht. Denn wer versteht, was um uns herum passiert, lebt in einer viel reicheren Welt. Ich habe eine Amsel gehört, die gemeckert hat. Wieze. Der Kohlmeise habe ich gehört. Das klingt wie so ein runterfallendes Blatt. Das ist der Fitis, Laubsängerart. Aber hier sind nicht so viele Vögel. Vielleicht gehen wir lieber hin in den Mangrovenwald, da haben wir deutlich mehr. Wann immer er kann, ist er hier draußen im Westerwald. Seine Musik, auch das Ergebnis einer Spannung zwischen Land und Stadt, zwischen leise und laut. Montag bis Freitag ist er ein Waldschrat, am Wochenende ein DJ und Produzent, der in den Metropolen die Hallen füllt. Ich habe, bis ich 14 Jahre alt war, nie Musik gehört. Das hat mich nie interessiert. Bis ich das erste Mal in meinem Leben Techno gehört habe oder elektronische Musik, das war damals die HR3 Club Night mit Sven Feth bei Nachbarskindern auf dem Ghetto Blaster. Das hat mich direkt so, boah, das hat mich direkt so ganz tief gepackt. Da dachte ich mir so, boah, was ist das denn? Das war direkt so total, ja, wahrhaftig, also wie ein Stück Natur. Diese Musik, die war einfach da, so wie ein Stein da ist oder ein Baum da ist oder ein Vogel da ist. Und man fragt sich da gar nicht, wieso ist der jetzt da? Doch Dominik Olberg geht es nicht einfach um Naturromantik. Im Gegenteil, denn wenn wir besser verstehen, wie die Natur funktioniert, da ist er sich sicher, erkennen wir auch, dass die Menschen selbst ein Teil dieser Natur sind. Was sind wirklich unsere Bedürfnisse? Wer sind wir wirklich und wo gehören wir hin? Der Mensch ist ein soziales Herdewesen. Und erst durch den Austausch, durch den Transfer von Wissen, sind wir zu einer Hochkultur geworden. Und der Kapitalismus entfremdet uns sehr davon. Kleinere Unternehmen müssen gefressen werden, müssen geschluckt werden. Man muss mehr haben wie der, man muss reicher sein wie der. Nur dabei vergessen wir, dass der Mensch kein Raubtier ist, sondern ein soziales Herdewesen. Von daher ist der Kapitalismus ein endliches System. Eine fairere, friedlichere Gesellschaft. Das war ursprünglich auch die Idee der Techno-Bewegung. Mit dem Motto Love, Peace, Unity. Es wird halt eben immer viel gesagt, Techno ist reiner, stumpfer Hedonismus. Das hat keine Funktion. Aber das stimmt gar nicht. Weil es geht darum, einem System zu entfliehen, wo die Menschen instinktiv in ihrem tiefsten Nukleus spüren, es ist nicht gesund und es ist nicht nachhaltig. Und da sind alle Menschen gleich. Also dieses Gemeinwohl wird da ja viel mehr zelebriert. Zeit also, der Natur zu lauschen und den Beats. Tja, große Gemeinschaft ist gerade so gar nicht. Und das macht vielen ganz schön zu schaffen, was auch sie in ihrer Praxis merkt, die Psychologin Diana Christova. Sie beschäftigt sich mit positiver Psychologie und mit Hilfestellungen für ein glücklicheres Leben. Frau Christova, an sich ist unsere Gesellschaft sehr viel individualistischer geworden. Gerade jetzt spüren wir aber, wie wichtig soziale Beziehungen sind, können aber diese Erkenntnis wegen der ganzen Corona-Maßnahmen gar nicht umsetzen. Wie also damit umgehen? Durch die Krise, wir werden ein bisschen auch von außen gezwungen,
die Beziehungen neu zu erleben und neu zu definieren. Glück ist anstecken, Unglück ebenfalls. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu wählen und die Verantwortung zu übernehmen, mit was will ich auch die anderen Menschen, unsere Beziehungen anstecken. Mit Glück oder Unglück. Lernen wir gerade also auch viel über uns selbst? Es geht darum, tatsächlich erstmal zu schauen, was für Schätze habe ich schon in meiner Umgebung oder was für Schätze trage ich schon in mir. Weil die Beziehung, die wir zu uns haben, die bestimmt auch die Beziehungen, die wir mit den Menschen draußen haben. Ich sage es immer, die anderen sind nur ein Spiegel über die Beziehung, die wir mit uns selbst haben. Und die zu stärken und uns Zeit zu nehmen, an diese Beziehung zu arbeiten, uns anzuschauen, das ist wirklich was sehr, sehr, sehr Wertvolles. Vielen Dank schon mal. Wir sprechen gleich weiter und dann verraten Sie uns, was außer Beziehungen besonders zu pflegen uns noch ganz konkret in dieser Krisenzeit glücklich macht. Draußen im Park Abstand zu halten, das funktioniert ja ganz gut. Aber wie bitte soll das gehen in Konzerten oder bei anderen Veranstaltungen, die jetzt wieder erlaubt sind in Hessen? Im Zuschauersaal und auf der Bühne. Eine Liebesszene beispielsweise. Wenn sich die Liebenden überhaupt nicht nahe kommen können, wie glaubwürdig ist sie dann? Da braucht es jetzt wirklich neue Ideen. Genau. Und so könnte es aussehen, das Theater mit Maske. Noch nicht perfekt, aber immerhin. Wir hätten da noch ein paar Tipps. Und heute sind wir mal nicht so gehässisch. Wir schauen diese Woche, was besonders glücklich macht. Glücklich sind wir, weil wieder die Theater aufmachen dürfen. Allerdings mit strengem Sicherheitsabstand und deutlich reduziertem Personal. Damit sowas nicht passiert, fordern wir die Maskenpflicht für die Akteure. Das Modeaccessoire 2020. Man muss halt nur aufpassen, dass es auch gut sitzt. Der Sicherheitsabstand beim Filmdreh, großes Problem. Wir haben die Lösung und die Remakes folgender Klassiker in Auftrag gegeben. Der Mann in der eisernen Maske, Teil 2. Batman Returns again. And again. And again. Und Star Wars 20. Das Virus schlägt zurück. Glücklich sind wir auch, denn wir haben rausgefunden, Verschwörungstheorien sind auch nur Verschwörungstheorien. What? Die Mainstream-Medien behaupten, Bürger lehnen sich gegen die Corona-Diktatur auf. Sie wollen uns weismachen, das Virus sei eine Erfindung, um an die Weltherrschaft zu kommen. Bill Gates sei der Chef von allem. Per Zwangsimpfung will er uns chippen. Wacht auf, ihr Schlafschafe! Wir fordern die Zwangsimpfung gegen Verschwörungstheorien. No, you won't. Until you try. You'll never feel happy. Wie weit ist Glück denn wirklich erlernbar? Die ist lernbar, da kommt es aber zu einer anderen wichtigen Fähigkeit. Offenheit. Offenheit, die Veränderung, die jetzt von außen kommt, anzunehmen und als Chance zu sehen, um zu schauen, welche Fähigkeiten kann ich jetzt tatsächlich anders vielleicht etwas fördern oder auch neu dazu lernen. Was macht Sie persönlich gerade in diesen Zeiten besonders glücklich? Zu meinem eigenen oder persönlichen Glücksrezept gehören aber zum Beispiel Verbundenheit mit der Natur, das heißt regelmäßige Bewegung, gesundes Essen, frische Luft, Kreativität und ich würde auch so noch eine Prise Mut dazu beifügen und zwar Mut, dass wir uns den Herausforderungen stellen
und dass wir mutig die Fähigkeiten, die in uns schon angelegt sind, zu erforschen und zu entwickeln. Es gibt viele Menschen, die glücklich sind, sobald sie kreativ werden können. Kurse dafür können momentan allerdings nicht stattfinden, zum Beispiel, wo man besser malen oder tanzen lernt. Aber immerhin, es gibt jede Menge neue Online-Angebote. Ein Glücksbringer, das checken wir für Sie. Das hier ist kein professionelles Kunstatelier, sondern ganz einfach mein Wohnzimmer. Und genau hier versuche ich mich heute mal an einem Motiv von Van Gogh. Nicht alleine, sondern zeitgleich mit 20 anderen kreativen Menschen zusammen. Und zwar per Video-Livestream. Das Ganze nennt sich Live Art Night. So soll Kunst auch in Zeiten von Corona möglich werden. Vor Corona haben Art Nights so ausgesehen. Zusammen gemütlich in einem Restaurant ein Motiv malen, unter Anleitung eines Profis. Seit Corona geht das so nicht mehr. Deshalb wurden Art Nights jetzt ins Internet verlegt. Hier soll man zumindest virtuell zusammen malen können. Aber wie fühlt sich so eine Kunstveranstaltung über den Bildschirm an? Macht das glücklich? Und gelingt es mir wirklich so, aus der Ferne ein Motiv von Van Gogh zu malen? Das will ich heute herausfinden. Was brauche ich dazu? Klar, Malutensilien wie Pinsel, Leinwand und Acrylfarbe sind Basisausstattung. Die habe ich mir direkt beim Veranstalter bestellt. Rund 40 Euro kostet dieses Paket. 20 bis 30 Euro zahlt man für die Kurse. Wie bei vielem zurzeit braucht man schnelles Internet. Auch Kursleiterin Tamara musste in den letzten Wochen technisch aufrüsten. So sieht ihr Homeoffice derzeit aus. Von hier wird sie später live die Veranstaltung leiten. Noch ist das auch für sie etwas ungewohnt. Ich laufe ja sonst in den Locations immer um die Teilnehmer herum und schaue die Bilder an. Und man hat noch mal andere Gespräche vielleicht, die aufkommen. Es ist einfach persönlicher. Also das hat sich schon geändert, dass man eben, jeder sitzt eben alleine zu Hause. Ob das alles so funktioniert? Um Punkt 19 Uhr soll jeder Teilnehmer dabei sein. Die erste technische Hürde, der Ton. Könnt ihr mich schon gut hören? Ja, okay, hallo Berlin, grüße dich. Ah, jetzt. Ja, da kommst du. Hallo Sophia, ich sehe dich. Kannst du mich hören? Ja, jetzt. Ja, wunderbar. Dann können so langsam alle da sein. Ed Blömsche kommt noch. Ich bin schon ganz aufgeregt jetzt hier, dass das auch wirklich funktioniert. Ich verstehe dich jetzt wieder echt schlecht. Alles noch ein bisschen wuselig. Gut 10 Minuten sind wir mit der Technik beschäftigt. Dann geht's aber endlich los. Wir malen heute das Meer von Vincent van Gogh. Und das werde ich anleiten in 4 Schritten. Ich zeichne also einfach das, was ich von Tamara präsentiert bekomme. Multitasking ist hierbei alles. Pinsel und Stift zur Hand haben, auf dem Bildschirm verfolgen, was passiert und dann auch noch so präzise wie möglich das Motiv malen. Und ich kann noch mal ein bisschen Farbe drüber legen, in so einer leichten Strichtechnik schon mal, die ja Vincent benutzt hat. Ja, wir sind noch am Eruieren, weil wir ja auch zu zweit sind, uns Pinsel hier teilen. Zwischendurch werden natürlich auch immer mal Fragen gestellt. Ist also gar nicht so einfach mitzukommen. Es ist wirklich ein bisschen verwirrend, wer hier alles spricht. Und jetzt muss ich mich auch noch konzentrieren, wo ich jetzt male. Ich bin leicht überfordert, das gebe ich ehrlich zu. Meine Devise ist also schnell, einfach mal machen. Und je fortgeschrittener das Bild ist, desto besser klappt's. Nach einer Stunde bin ich voll im Flow. Jetzt komme ich auch endlich mal ein bisschen zum Quatschen. Hierauf habe ich mich schon besonders gefreut, neue Leute kennenzulernen. Wenn auch nur virtuell. So geht's auch Alexandra. Also gerade wenn man alleine daheim sitzt, Single ist, sich nicht mit Freunden treffen soll, keinen Sport macht, keinen Tanzunterricht, dann sich eben dann gerade in so einer Zeit online mit Menschen zu treffen und zu malen und sich von diesem ganzen abzulenken, ist einfach mega. Also. Für viele scheint das hier also ein echter Glücksmoment im Alltag zu sein. Also ich denke, dass die Tatsache, dass so viele Menschen gleichzeitig ein Bild malen möchten,
einfach gleichermaßen online wie offline verbindet. Auch die Tatsache, dass man im eigenen Wohnzimmer gerade ein Motiv von Vincent van Gogh malt, fühlt sich irgendwie cool an. Also es ist das anspruchsvollste Bild, was wir bisher gemacht haben. Also echt die verschiedenen Techniken und so, aber so wie es erklärt wird, kann man sogar einen van Gogh malen. Bleibt nur die Frage, ist es gelungen? Jetzt wollen wir natürlich alle Ergebnisse mal sehen. 3 Stunden haben wir insgesamt gemalt und mir fällt auf, für die meisten hier ist das nicht die erste Online-Art-Night. Für mich hingegen schon. Was sagt die Kursleiterin zu meinem Werk? Du hast die Bötchen, du hast die Wellen. Ja, also vielleicht könntest du noch von dieser großen Welle, rechts von dieser großen Welle, vielleicht da noch ein paar Highlights setzen. Der letzte Schliff. Et voilà, so sieht's aus, mein fertiges Bild. Eine Profikünstlerin bin ich natürlich nicht. Bis jetzt aufhänge, weiß ich auch noch nicht so ganz genau, aber letztendlich hat's doch Spaß gemacht, hier einfach sich mal auszuprobieren. Ich habe ein Motiv nach Van Gogh in meinem Wohnzimmer gemalt, und zwar unter Online-Anleitung. Und ich denke, das kann sich dafür doch hoffentlich sehen lassen. Online Art Nights. Für mich auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zum Corona-Alltag. Trotzdem hoffe ich, dass ich mein nächstes Bild bald wieder in so einer Umgebung malen kann. Ich kann nur sagen, dass ich heilfroh bin, dass mein über Wochen auch live ins Wohnzimmer gestreamte Fitnesstraining endlich wieder draußen im Park stattfinden kann. Das macht mich glücklich. Jetzt geht es hier weiter mit noch mehr Musik von DJ Dominik Eulberg. Ich verabschiede mich aus dem Frankfurter Palmgarten. Tschüss.